Herzlich willkommen zurück, meine werten Freunde, zu Let's Play Harveys neue Augen. Ihr habt euch dazu entschieden, das Tutorial zu spielen. Halt die Fresse. Und es ist nämlich so, wir müssen jetzt hier dieses Tutorial durchmachen. Also nicht ganz durchmachen, wir fangen von vorne an. Weil, nun könnt ihr die Aktion, aber sollen wir jetzt das schon zusammenrechnen? Bravo, ihr habt... Sollen wir, denn es gibt eine Errungenschaft, wenn man das Laub zusammenrecht. Und die wollte ich nämlich noch schnell mit ins LP reinbringen, ja. Tja, und deswegen sehen wir uns gerade hier wieder. Danach lade ich gleich wieder den alten Spielstand, in Klammern alt. Bringt das überhaupt was? Laub? Nicht, dass ich wüsste. Aha. Also. Gut, ich dachte, man muss einfach nur das Laub zusammenrechnen. Aber anscheinend. Was ist denn da? Aber anscheinend, was kann ich benutzen? Nur das Laub und die beiden Steinplatten. Bringt mir das überhaupt was? Ich wollte eigentlich nur das Achievement am Anfang holen. Und deswegen haben wir gerade nochmal hier angefangen, aber ansonsten... Nö, ich glaube nicht, dass uns das irgendwas bringt. Dann... hättest du die Güte, in das Menü zu wechseln? Ich habe gerade schon Escape gedrückt. Escape! Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich glaube, ich starte das Spiel nochmal neu. Bis gleich, Freunde. Okay, Freunde, dann sind wir jetzt auch wieder bei dem richtigen Spielstand. Ich hätte das vorne ran jetzt weglassen können, mache ich aber nicht. Und was ist das für ein Zeichen hier unten? Das ist... Ach, das ist diese Kette da. Alles klar. Dann würde ich jetzt gerne mit Morgan Freeman reden. Und ich weiß auch, warum Morgan Freeman hier in diesem Spiel drin ist. Das habe ich bei Gronkh gelernt. Ohne Morgan Freeman ist es kein Video. Und Deadlick Entertainment wollte damit den ganzen Let's Playern eine Aufmerksamkeit verschaffen, damit ihre Videos endlich wieder Sinn haben. Haben sie hier Morgan Freeman eingebaut. Und wir wollen uns da jetzt einfach mal revanchieren und auch mit Morgan Freeman reden. Ach, Lily. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Und ich erst. Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Warte mal, ich probier's mal. Du bist voll der Gumba. Hab ich gewonnen. Sehr gut. Ach man, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Presslufthämmern zum Beispiel. Doch man weiß nicht, warum sollte man gepresste Luft hämmern wollen. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Okay. Klosterregeln. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Ja. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ich auch. Brunnenverbot. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Ja. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind.
Der Brunnen ist tief. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Okay, morgen Freeman, Kellerverbot. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Also bei so einer Spießerin, das kann ich auch total verstehen. Aufgaben der Oberin. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Mm-mm. Oder ihren Rücken enthaaren? Beete umgraben. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben. Richtig? Richtig. Na, viel Glück. Danke sehr. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Termiten verscheuchen. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Richtig. Na, viel Glück. Danke. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Wir müssen an den Honig der Bienen kommen. Aber ich glaube, wir können hier erstmal nichts ausrichten. Vielleicht gehen wir nochmal hinter zu Edna. Oh. Ich glaube... Tja. Hey! Hilfe! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Wo ist Freeman nur hin? Brunnen! Lilly! Hilfe! Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund, aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Keine Ahnung, aber ich glaube, jetzt dürfen wir uns den Honig holen. Au! Ah! Was soll das? Weiß ich nicht. Lilly, nein! Ich wollte Geht Honig. Weg! Geht weg! Ich habe eine Allergie! Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilly doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Vielleicht können wir die Bienen ja mit etwas Wasser beruhigen. Aber zumindest spielen wir so Freeman und den Honig wieder hoch. Da pumpen wir das jetzt mit Wasser voll und die treiben dann nach oben. Ich hoffe, Freeman kann schwimmen. Pumpe. Wenn er nicht schwimmen kann, dann ist das ein bisschen Pech für ihn. Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Ja. Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Deine Lippen... Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Deine Lippensynchronisation enttäuscht mich aber auch. Oh, hallo Freeman. Jetzt können wir uns ein bisschen Honig. Wahrscheinlich mit dem Pinsel, ich will aber erstmal so probieren. Lilly war stolz auf sich. Sie hatte einen Weg gefunden, an das Bienennest zu gelangen. Und den Bienen schien es auch noch gut zu gehen. Alle waren glücklich. Sehr schön. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Naja, ich sagte ja, es läuft auf den Pinsel hinaus. Freeman, wie siehst du denn aus?
Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Stimmt. Sag mal, wie geht's dir denn? Ah, Lilly. Vielen Dank für deine tolle Hilfe. Keine Ursache. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Irgendwie kriege ich diesen Schlüssel noch. Und wenn ich die Termiten erst verscheuchen muss. Ich mag die Musik, die ist so schön. Ich mache übrigens Honigkleckse, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ja, hier den ganzen Weg über. Ich weiß gar nicht, da habe ich gar nicht drauf geguckt. Oh, ich habe nur den hier gesehen. Bevor, als wir hier standen und mit Freeman geredet haben, ist mir der hier aufgefallen. Ah, oh, oh, schön. Alles voller gelber Flecken. Tja, zum Hintergarten. Termiten, braucht ihr etwas Honig? Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Auf Edna! Was ist das? Ein Pinsel? Aha. Nicht gerade das, was wir hier brauchen. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Na, ich dachte, archäologische Ausgrabungen, da braucht man auch einen Pinsel, damit man die Fossilien nicht beschädigt. Aber dann schmier ich dich auch halt auf die Komposttonne, weil ich glaube nicht, dass das auf die Reifenschaukel drauf muss. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. So schön. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Ah, nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Oh. Vielleicht sollten wir ihn auch lieber gestern Freeman nennen. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. So schön. Hallo, Kartoffelmann. Ist das nicht putzig? Oh. Kartoffelmann und sein Freund. Hat wohl jemand gerade Rippchen gegessen? Die Bank muss auch mal renoviert werden. Kriegt schon einen neuen Anstrich. Mann, ist das schön. Und Freeman hat uns den Kellerschlüssel dagelassen. Das ist ein richtiger Freund. Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Gleicher. Wie nett von ihm. Mhm. Richtiger Freund. Zum Schulteich. Tja, Freeman ist jetzt, wie gesagt, gestern Freeman. Kellertür. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Und noch andererseits spiele ich ja auch gar nicht im Keller, sondern hole ja nur die Schaufel. Und vielleicht auch den Presslufthammer. Was hatten wir? Hier ist übrigens die Zahnbürste aus Deponia. Sieht zumindest so aus. Hier sind Konservendosen. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Dann lasse ich das mal lieber sein. Presslufthammer. Schaufel. Eine Schaufel?
Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Ofen. Ofen. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Oh, na gut, überzeugt. Zum Hintergarten. Und einmal ausgraben. Ich hoffe, ich brauche nicht den Presslufthammer. Ich hoffe, das geht mit der Schaufel. Vielleicht ist ja auch Betonerde. Yay, du hast eine Schaufel gefunden. Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Dann lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Sehe ich das gerade richtig, dass es eine Fliegerbombe ist? Ein bisschen. Ja. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Ja, ich kann es verstehen. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Sehr gut. Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Ach, halb so schlimm. Wir finden etwas anderes. Na gut, Schaufel. Yippie! Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Oh. Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich hab auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Super! Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So, jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Ah ja, klar. Dieses Gehör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Dr. Eckhart von Hirschhausen. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Tschüss. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Und jetzt steh da doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Dummes Kind! Ja, Mann, die arme Katze. Der Lumpi, das ist einer. Quittungsspieß. Nee,
ja doch, Quittungsspieß. Da ist Jesus da hinten, da? Hat schon mal jemand von euch Jesus die Augen ausgepiekst? Ich schon. Piek, piek. Oberin kann man auch mal. Oberin Ignaz, das ist voll der schöne Name. Ein Haken, ein Gemälde, Lumpi, Futternapf, Topfpflanze, Katzenfutter zum Rundgang. Können wir raus? Ich glaube nicht. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. Ich dachte schon, das klappt. Katzenfutter. Da stand tatsächlich eine Dose mit Katzenfutter im Essenslift. Dieses Mal konnte Lilly wohl kaum etwas verkehrt machen. Katzenfutter nehmen. Hallo, Topfpflanze. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Quittungsspieß. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Ja, ich wollte mir doch nur die Quittung angucken. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze. Ja, das ist schwer zu verstehen. Haken. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Oder. Oder. Moment. Ich glaube, Oberen Ignaz ist Hitler. Da ist ein Kreuz und da ist ein Haken. Bam, bam, bam. Rätsel gelöst. Oberen Ignaz ist Hitler. Gemälde. Das ist ein schönes Gemälde. Buh! So, Futternapf. Lumpis Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Lumpi! Lumpi hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Das erinnert so ein bisschen an Big Bang Theory, wenn Penny und Leonard, weißt du eigentlich, wie ich mich gerade fühle, zu Sheldon sagen, wenn Penny und oder Leonard zu Sheldon sagen, weißt du eigentlich, wie ich mich gerade fühle, und er dann so, hungrig, müde, ach ja, Katzenfutter. Stopp, was tust du denn da? Schlecht, Lilly, ganz, ganz schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Ach ja, das Katzenfutter war ja deins, Hitler. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Tschüss, Hitler. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly, ich kann nicht länger hier bleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? So, Freunde, und damit würde ich sagen, reicht das für diese Folge. Ich muss mich nämlich mal so ein bisschen kürzer halten. Ich will ja nicht immer alles über 40 Minuten haben. Und bei so einem Point-and-Click-Adventure kann man ruhig mal ein paar kürzere Folgen machen. So, heute haben wir Freeman umgebracht, gestern Freeman. Und ich würde sagen, nächste Folge geht's dann weiter. Tschüss, Freunde.